aber ganz deutlich. Meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Präsident, ich glaube, wir haben in der Tat die Situation, dass ich mich nahtlos an Herrn Lauer anschließen kann. Ich glaube, wir haben, um vielleicht einen ganz kleinen Punkt nochmal zu korrigieren, ja keinen Antrag der Koalition vorliegen, sondern einen Gesetzesvorschlag der Koalition des Berliner Senats, der jetzt in den Ausschüssen diskutiert wird, heute die erste Lesung sozusagen. Und genauso wie Sie haben wir auch bei uns in der Fraktion auch die eine oder andere Frage, die damit zusammenhängt. Insofern würde ich mich in der Tat freuen, wenn wir in den entsprechenden Ausschüssen, ich glaube, in den Kulturausschuss geht es, in den Hauptausschuss geht es in jedem Fall, wirklich auch diese offenen Fragen nochmal klären, weil das kann natürlich nicht Sinn und Zweck der Übung sein, dass wir am Ende Dinge noch komplizierter machen, als sie zum Teil eh schon sind. So viel vielleicht zum Verfahren. Wichtig ist, glaube ich, dass wir uns an bestimmte Fakten vielleicht auch einfach orientieren müssen in der Diskussion. Was mich in der öffentlichen Debatte, die es ja teilweise auch schon gegeben hat, teilweise auch von Parteienvertretern dieses Hauses, ein ganz kleines bisschen verwundert hat, ist die Argumentationsebene. Es wird ganz, ganz häufig argumentiert, 30 Euro, Sie haben es jetzt nicht gemacht, Herr Lauer, insofern wirklich richtiger Blick auf die Dinge, 30 Euro, das ist ja unmöglich, das ist ja horrend, das ist ja ein Beitrag, der ist irgendwie wirklich daran scheitern dann auch wirklich die Kirchenaustritte, dass wir sozusagen als Koalition oder als Land Berlin, als Abgeordnetenhaus die Leute zwangsweise in Kirchen belassen würden durch diese 30 Euro. Das ist natürlich völliger Quatsch an der Stelle, wenn man überlegt, dass, glaube ich, jeder durchschnittliche Berliner, meine Wenigkeit eingeschlossen, 30 Euro, glaube ich, durchaus auch einkalkuliert für dreimal falsch parken im Laufe eines Jahres. Das ist in der Tat, ich gebe es offen zu, das ist in der Tat, glaube ich, jetzt kein Punkt zu sagen, deswegen verlasse ich eine Kirche aus bestimmten Gründen nicht. Es wird vielmehr, glaube ich, auch ein bestimmtes Weltbild bestimmter Menschen auf ihre Bürgerinnen und Bürger, muss ich mal ganz deutlich sagen an der Stelle. Wer allen Ernstes der Auffassung ist, dass 30 Euro davon abhalten, aus der Kirche auszutreten, der hat, glaube ich, nicht verstanden, dass das, was Herr Lauer auch gerade gesagt hat, eigentlich der Grund ist, dass es Distanzierungsmöglichkeiten gibt, dass es Skandale gibt, dass es Fragen gibt, die nicht mehr von den Amtskirchen beantwortet werden, dass es moralische Fragen sind, die letztendlich dazu führen, dass man sagt, man distanziert sich teilweise schweren Herzens von der Kirche, und jemand, der allen Ernstes sagt, er tritt nicht aus der Kirche aus wegen 30 Euro, der sollte, glaube ich, in der Tat relativ schnell mal durchrechnen und wird auch feststellen, dass selbst bei diesem kleinen Prozentzahl der Bevölkerung, das würde ich mal annehmen, es ist ein sehr, sehr verschwindender geringer Prozentsatz der Bevölkerung sein dürfte, dass die Kosten-Nutzen-Variante, glaube ich, erheblich sein dürfte, weil über das gesamte Leben natürlich erheblich auch Geld eingespart wird in den nächsten Jahren. Gestatten Sie eine Zwischenfrage? Ja, gleich. Dr. Behrendt? Okay. Ich freue mich darauf auf jeden Fall. Ich würde mal gerne den einen Gedanken noch schnell zu Ende bringen. Also insofern würde ich doch ganz herzlich bitten, an der Stelle wirklich Ihr eigenes Menschenbild nochmal zu justieren und zu gucken, ob die Leute tatsächlich alle aus Geldgeilheit aus den Kirchen austreten oder ob nicht das, was Herr Lauer gerade zu Recht gesagt hat, eher eine Ursache der derzeitigen Misere ist. Fakt ist aber auch, dass es nicht unsere Aufgabe ist, die anhaltenden Kirchenaustritte im Land Berlin mit zu subventionieren. Insofern muss es dafür auch eine Antwort geben. Zumal natürlich jeder Euro, den wir nicht einnehmen oder den wir zusätzlich ausgeben für Dinge, die uns letztendlich nicht weiterbringen, an anderer Stelle fehlen. Wir sind direkt vor den Haushaltsberatungen. Insofern denke ich, dass wir auch den einen oder anderen Euro, den wir sozusagen hier nicht zusätzlich ausgeben für die Verwaltungsgebühren, die da anfallen, für die Verwaltungsaufgaben, die da anfallen, auch sinnvoll und richtig einsetzen können für andere Dinge. Auch das sicherlich ein Argument. Ich würde sagen, wir sollten uns in aller Ruhe wirklich auch ohne Schaum vor den Mund über die Frage des Wie und Ob und Wo miteinander unterhalten. Ich glaube, es gibt da auch keinen immensen Zeitdruck, was das betrifft, sondern in der Tat schauen, dass es da eine sinnvolle Lösung gibt, die eben tatsächlich dazu führt, dass die Dinge, die dort eben geregelt worden sind, genau dieses Ziel auch erreicht wird und gleichzeitig eben auch bestimmte Dinge, die eben nicht beabsichtigt sind, ein Stück weit im Vorfeld auch mit abgeräumt werden können. Da bin ich auch hoffnungsvoll, dass vielleicht auch die anderen Fraktionen da ohne Wahlkampf-Tratra an der Stelle wirklich eine sachliche Debatte mitführen wollen. Herr Behrendt, bitteschön. Herr Kollege, sind Sie mit mir der Meinung, dass wir vielleicht auf den Senat einmal einwirken sollten, dass wir als Äquivalent zum Austritt, das ist ja der Eintritt, dass man über eine Gebühr für den Eintritt genauso nachdenken sollte, dass man also für den Kircheneintritt 30 Euro verlangt und für den Austritt auch, dann wäre das Ganze doch eine runde Sache. Na, ich glaube, wir sind im Augenblick in der Situation, dass wir uns nicht unbedingt vor massenhaften Kircheneintritten fürchten müssen, die die Ämter lahmlegen, sondern das Gegenteil ist, glaube ich, eher der Fall. Insofern denke ich, ist das eine sehr hypothetische Frage, die sicherlich sehr interessant ist für eine philosophische Diskussion, uns aber jetzt nicht wirklich weiterbringt. Herr Lauer, bitte. Achso, Entschuldigung. Das Wort erteile immer noch ich, Kollege Lauer, bei aller Berechtigung. Ja. Ja. Und jetzt erteile ich es Ihnen auch überraschend. Bitte. Ich
Das kann vielleicht daran liegen, über das Selbstverständnis von Menschen im Hauptausschuss in diesem Haus. Das ist nur so eine Vermutung. Aber Herr Verreiken, ist Ihnen bekannt, dass die Kirchen als Körperschaften des öffentlichen Rechts, die dann ja die Kirchenzugehörigkeit bei den Ämtern anmelden, davon Verwaltungsgebühren befreit sind? Ja, ich denke, das sind genau die Dinge, die wir in den Ausschüssen auch diskutieren sollten. Dass die Frage ist, wie das tatsächlich korrekt organisiert wird, dass wir am Ende eben nicht 50 extra Geschichten, ob wir noch rantackern müssen an die bestehenden rechtlichen Regelungen, die wir haben, sondern das sind exakt eben auch die Fragen, die wir auch diskutieren müssen in der nächsten Zeit. Insofern schließe ich auf jeden Fall mit den Worten, dass ich hoffe, dass wir eine produktive Diskussion haben. Das rote Licht blinkt auch langsam bei mir. Ich freue mich insbesondere natürlich auf die Diskussion im Hauptausschuss zu der Frage und ich freue mich auf jeden Fall, dass wir da die Frage vielleicht ein Stück weit abgerüsteter diskutieren und bin sehr gespannt, wie die anderen beiden Oppositionsparteien zu dem Antrag sich verhalten, genauso wie Herr Lauer oder komplett anders. Herzlichen Dank. Dankeschön.